Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo im Dog It Right Podcast zu Folge 105. Ich bin Uli von Dog It Right und heute gibt's für euch eine super spannende Folge, nämlich ein Interview mit einer Kundin aus unserem 1:1 Kompakttraining. Und Dog It Right Trainerin Janina wird mit unserer Kundin genau besprechen, was sie alles da erlebt haben, warum sie überhaupt da waren und wie es heute aussieht. Viel Spaß. Ich bin die Janina, ich bin Trainerin bei Dog It Right und ja, ich bin echt froh, mal wieder einen Podcast aufzunehmen und ich bin heute auch wieder nicht alleine. Das macht mich umso glücklicher. Ich habe heute nämlich die liebe Isa bei mir. Die Isa wird heute über ihre Erfahrungen bei uns im Training berichten und natürlich auch einiges über ihre Mopshündin, die Ila. Und ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und ja, zuerst, hallo liebe Isa. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich glaube, es ist auch dein erster Podcast und ja, sag doch erstmal, wer du so bist und wer ist denn die gute Ila? Hi, ja, hier ist alles gut. Die Ila ist meine 2,5-jährige Mopshündin. Die hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt und sie ist gleichzeitig der süßeste Hund der Welt. Jeder denkt, dass der einen Hund hat, aber natürlich auch eine Challenge, sonst wären wir ja nicht bei Dog It Right. Sehr gut. Du sagst das schon. Sie ist auch eine Challenge. Da höre ich raus. Ihr seid ja nicht ohne Grund auf uns, zu uns gestoßen. Ihr habt euch für ein Vor-Ort-Training damals entschieden. Zwischendurch hatten wir aber auch schon mal hin und wieder ein Online-Training gemacht. Das ist ganz gut, dass man da sehr flexibel sein kann. Aber zuerst, mit welchen Themen bist du denn eigentlich mit Ila zu uns gekommen? Mit welchen Themen sind wir nicht zu euch gekommen? Also, ich hätte die Frage anders stellen sollen. Also das Thema, mit dem wir, was das Schlimmste war in dem Moment, waren Hundebegegnungen mit der Ila, die sich das sehr angewöhnt hatte, andere Hunde zu verbellen. Und dann gleichzeitig hatte sie ein Problem damit, dass sie auch eigentlich den Hundekontakt gesucht hat und da frustriert war, wenn sie dann nicht Hallo sagen durfte. Also das ganze Thema andere Hunde war für sie sehr groß und das war das Hauptthema, mit dem wir gekommen sind. Ich habe mir da noch so 2, 3 andere Themen mit aufgeschrieben, die ja auch für euch sehr wichtig waren. Du bist ja auch mit deinem Freund, dem Jakob, zu uns ins Training gekommen. Ist auch immer ganz gut, dass man einfach auch, wenn da irgendwie ein Partner mit integriert ist, der da bei euch wohnt, na klar, warum nicht mit ins Training nehmen? Der möchte ja auch was lernen. Und ihr seid auch immer zu zweit eigentlich gekommen. Das war sehr schön. Ich habe mir aber auch aufgeschrieben, da waren jetzt auch noch Themen, die ihn, den Jakob, auch sehr beschäftigt hat. Auch unter anderem, dass sie draußen sehr unruhig war, sehr aufgeregt. Und ich weiß noch, dass ihr gesagt habt, ja, Auslöser ist so alles. Vom Vogelgezwitscher bis zum Blatt, was sich bewegt. Und Wind. Fand ich auch interessant. Wind und Regen. Ja. Also sie hat wirklich bei jedem und allem irgendwie draußen gebellt und war sehr unruhig. Die Spaziergänge gestalteten sich sehr unschön für beide, für den Hund, für euch. Und Jakob war auch sehr unsicher mit dem Hund. Das habe ich noch so im Gedächtnis. Ja, und generell, dass der Alltag viel entspannter sein sollte. Sie war, wie gesagt, kam auch zu Hause wenig zur Ruhe, hat kaum geschlafen. Genau. Aber sag mir mal, was habt ihr denn vorher so alles probiert? Also, ne? Man hat ja einen Hund, da kommen die ersten Wehwehchen, die ersten Themen und man versucht ja, sich erstmal irgendwie zu helfen und irgendwas zu machen. Was habt ihr denn da alles so versucht? Vor allen Dingen jetzt Hundebegegnungen. Ja, also ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen zu Jakob als Herrchen oder Hundepapa, kam eigentlich erst ein bisschen später in Idas Leben dazu, obwohl wir schon, als Ida zu uns kam, zusammen waren, hatten aber in der Zeit eine Fernbeziehung, weil Jakob nicht ein klassischer Hundemensch ist. Also die Aussage war, ja, du kannst einen Hund haben, aber ich will keinen Welpen erziehen. Hol dir den doch, während ich 1,5 Jahre im Ausland bin. Was wir auch so
gemacht haben. Und deshalb hatte er natürlich noch mal ein anderes Verhältnis zu Ida. Wie das normalerweise halt so passiert, das erste Mal, dass er sie gesehen hat, war es dann doch um ihn geschehen. Es war dann doch auch sein Hund und er liebt sie total. Aber es war natürlich ein großer Unterschied, wenn die ersten fast 1,5 Jahre, nee, eigentlich das erste Jahr ihres Lebens, war ich da mit ihr alleine und er war an den Wochenenden manchmal da, aber auch nicht jedes. Das heißt, wir hatten einen Alltag, der Ida und ich hieß. Und dann gab es noch die Wochenenden mit Jakob. Das ist natürlich schon mal eine andere Situation. Dann ist Jakob zurück zu uns nach Berlin gezogen und Ila ist ihm auch so ein bisschen auf der Nase rumgetanzt. Ich hatte vorher eine Hundetrainerin, die auch positiv erzogen hat, die aber auch ein bisschen an ihre Grenzen mit Ila gekommen ist. Und für mich war dann der Punkt, dass ich jemand anderen wollte, als ich dann die Aussage gehört habe, ja, Ila kann nicht alleine bleiben. Ja, da muss die dann einfach durch. Also, und die Ila hat sich, wenn ich am Anfang, wenn ich nur ins Bad gegangen bin und die Tür zugemacht habe, hat sie sich eingepinkelt. Und für mich war das halt keine Möglichkeit zu sagen, da muss sie da einfach durch. Und dann haben Jakob und ich zusammen beschlossen, dass wir ein neues Hundetraining starten, was wir zusammen machen, dass wir die gleichen Ansatzpunkte haben, dass wir die gleichen Tools haben, dass man sich halt nicht immer streiten muss, dass ich sage, mach doch mal das und das in der Situation und ich praktisch seine Trainerin bin, sondern dass wir das halt gemeinsam machen. Und ich glaube, da war Dog and Ride einfach super gut für uns, auch in dem Vorort-Training, dass wir da zusammen zu dir gefahren sind. Ich habe wirklich viele Kundinnen, Menschen bei mir im Training, die vorher natürlich ihre Erfahrung gesammelt haben, sei es in anderen Hundeschulen oder andere TrainerInnen. Und Gott sei Dank haben die meisten Menschen auch ein gutes Bauchgefühl, wie du, die dann sagt, das hört sich jetzt aber nicht okay an. Oder natürlich manche, die mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tipps oder Erziehungsmaßnahmen um die Ecke kommen, Leinenruck oder Blocken oder mal ein bisschen grober sein, sich durchsetzen und dann nicht wirklich die meisten Menschen, die sagen, oh Jenny, das hat sich echt total komisch angehört, ich habe da Bauchschmerzen gehabt und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nochmal einen anderen Trainer oder eine andere Trainerin zu suchen, wie jetzt bei euch. Ihr habt auch gemerkt, ihr kommt da gar nicht mit Mila weiter. Ne? Sie ist ja auch so ein bisschen, was heißt sensibel, auch wieder. Aber wenn man da irgendwie, vor allen Dingen zum Thema Alleinsein, den Hund einfach sich selbst überlässt, wird es ja nicht besser. Und das habt ihr auch gemerkt. Ja. Was ist denn wirklich bis laut schreien, bellen, einpullern, sage ich mal. Ne? Also wieder in die Wohnung machen. Sehr gut. Weißt du noch, was haben wir denn so als erstes gemacht? Was waren denn so die ersten Sachen, die ihr umgesetzt habt und wo ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, Mensch, das funktioniert, das kommt gut bei der Ila an. Damit haben wir Erfolg. Wir hatten mit der alten Trainerin, die wir hatten, schon Markertraining angefangen. Damals halt noch mit dem Klicker und nicht mit der Stimme. Stimme war dann auf jeden Fall angenehmer für uns zu übernehmen, weil man halt nicht immer den Klicker in der Hand haben muss und halt da irgendwie so abhängig von ist. Das war auf jeden Fall gut und auch, dass die Ida das Prinzip eines Markertrainings schon kannte, glaube ich, hat dafür gesorgt, dass es schnell angeschlagen hat. Also wir haben dann hauptsächlich mit Hundebegegnungen oder einfach generell, wenn sie aufgeregt war auf Spaziergängen, den Trigger, was auch immer sie jetzt aufregt, Klick für Blick markieren, die ganze Welt ist nicht böse. Wir haben Ruheübungen erstmal auf dem Spaziergang oder vor allem Ruheinseln am Anfang eingebaut. Und das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen für Erleichterung gesorgt. Und da war es für uns voll besonders zu sehen, so am Anfang, sie ist immer noch, hat sich immer noch aufgeregt über die Sachen. Aber was das für ein Erfolg war, wie schnell sie dann runterkam durch das Training. Also dadurch, dass wir das dann gemarkert haben, das war so der erste Fortschritt, den wir gesehen haben. Und da waren wir so, wow, okay, für andere Leute wäre das wahrscheinlich nicht so riesig, aber dass der Hund jetzt nicht 5 Minuten weiter bellt oder der Spaziergang ist vorbei, sondern so, es ist jetzt was Doofes passiert, wir beruhigen uns jetzt gemeinsam, wir machen zusammen eine Übung. Ila mag da auch manchmal Körperkontakt, also wir machen irgendwie einen Handtouch
Und dann geht es weiter, war die größte Erleichterung am Anfang für uns. Genau, also ich kann mich auch daran erinnern, wir haben erstmal geguckt, wie wir die Spaziergänge so gestalten, dass sie einfach stressfreier sind, dass die nicht mit so viel Aufregung verbunden sind, dass sie da auch einfach entspannter ist draußen und dass sie natürlich auch lernt, sie muss nicht alles anbellen, dass sie natürlich andere Strategien bekommt und zuerst natürlich Entspannungssignale aufgebaut. Auch zu Hause geguckt, dass die Ela einfach einen Ort hat, wo sie sich zurückziehen kann, wo sie sich wohlfühlt, wo sie schlafen kann, sich ausruhen kann. Draußen natürlich auch die Spaziergänge angeguckt. Viele Menschen neigen dazu, vor allen Dingen, wenn die Hunde dann sehr aufgeregt sind, auch trotzdem sehr lange mit dem Hund rauszugehen. Ich hatte euch ja auch am Anfang gesagt, Spaziergänge radikal kürzen. Weil die Ela muss ja erst mal lernen, dass draußen nicht alles bedrohlich und super aufregend sein muss. Und das schafft man nicht, wenn man den Hund in eine Reizflut reinschmeißt und sagt, das machst du schon, sondern es langsam aufbaut. Und da waren natürlich auch die Inseln, die wir integriert haben, ne? In dem Fall Entspannungsinseln, wo sie wusste, ah, das sind feste Punkte, da mache ich lustige Sachen mit meinem Frauchen oder mit dem Jakob. Und vor allen Dingen kann man diese Inseln natürlich auch nutzen, wenn sich die Ila vielleicht vorher doch aufgeregt hat, weil es ist ja auch ein Trainingsprozess. Dass man sie dort wieder ein bisschen runterholt vom Erregungslevel, wieder ein bisschen erdet und dann einfach gemeinsam entspannt den Spaziergang fortsetzt. Ich kann mich auch erinnern, dass wir nach den Spaziergängen, was glaube ich auch sehr hilfreich war, ein Entspannungsritual aufgebaut haben. Willst du dazu noch was sagen? Ja, ich denke einfach generell eine Routine, um das jetzt nochmal kurz größer zu fassen, hilft Hunden wie Ila total, die unsicher sind. Also es hat schon angefangen, Spaziergänge fangen wir an mit einem ABC, also dass sie sofort weiß, was da passiert. Nach dem Spaziergang war sie meistens sehr aufgeregt, das heißt morgens nach dem Spaziergang sie auf jeden Fall immer ihr Futter bekommen. Nachmittags nach dem Spaziergang kriegt sie immer eine Leckmatte und abends nach dem Spaziergang kriegt sie wieder ihr Futter. Sich an diesen Routinen festzuhalten, die dann auch verbunden sind mit Essen, was ja eh ein Wohlgefühl ist, war sehr hilfreich für sie. Wir haben ja auch mit Musik gearbeitet, was auch hilft. Und diese Entspannungsrituale für sie generell waren fantastisch. Perfekt, genau. Also vor allen Dingen, sage ich mal jetzt, Hunde, die sehr aufgeregt sind oder halt auch sehr unsichere Hunde, für die ist es immer super, wenn die so klare, feste Punkte haben im Alltag, weil die haben einfach eine Erwartungshaltung, die haben was, auf was sie sich freuen und es gibt natürlich Sicherheit und halt auch Struktur. Man hat irgendwie immer Punkte, wo man weiß, einfach mal auf seinen Hund guckt, wie ist jetzt die Erregung, muss ich da vielleicht wieder ein bisschen den Hund erden, ein bisschen runterfahren. Von daher cool. Erstmal zu dem Thema entspannte Spaziergänge und Rituale im Alltag. Was natürlich auch wichtig ist, du hattest ja das Markertraining angesprochen. Ihr seid schon mit guter Erfahrung natürlich mit einem Basiswissen zu uns ins Training gekommen. Dazu gezählt natürlich Aufbau Marker, Markertraining und das Gute an diesem Markersignal ist, wie du am Anfang schon gesagt hast, man hat es immer dabei, cool. Und ich sage auch immer zu meinen Menschen, dieses Markersignal erfüllt immer drei wesentliche Punkte. Zum einen markiert es natürlich den Moment, wo wir sagen, richtig so, bitte mehr, weiter, länger davon zeigen. Zweitens natürlich das Versprechen für deinen Hund, jetzt folgt etwas Gutes für dich. Und natürlich drittens, dass wir hier auch an den Emotionen arbeiten. Und das ist natürlich auch super wichtig, vor allem für aufgeregte Hunde, für die Ila, die draußen alles für sehr, sehr aufregend, auch teilweise gruselig empfindet, dass man die einfach gegenkonditioniert. Und das schafft man mit einem Markersignal, was man natürlich sehr gut und positiv aufbaut, dass sie einfach lernt, ich muss davor keine Angst haben oder ich muss das gruselig oder bedenklich finden, sondern dass sie einfach eine andere Erwartungshaltung dann hat und auch eine andere Emotion, weil erst wenn ich die Emotion ändere beim Hund, kann ich am Verhalten arbeiten. Ich werde eine Ila, die sehr aufgeregt ist und dadurch sehr an der Leine zieht und nicht locker und lässig an der Leine laufen kann. Ich kann daran nicht arbeiten, wenn ich erstmal an dieser Emotion, an dieser entweder Angst, Unsicherheit oder dieser Aufgeregtheit arbeite. Und das haben wir, du hattest schon gesagt, wir nennen das Tool Klick vor Blick.
ne, wenn sie einen Vogel hört oder sieht, wahrnimmt oder halt auch in Hundebegegnung sie den Hund wahrnimmt, Markersignal und dann ihr auch andere Strategien in die Hand geben. Deshalb ist es auch immer ganz wichtig, dass da auch mal ein Trainer raufschaut oder eine Trainerin. Warum zeigt denn dein Hund dieses Verhalten und was ist denn die Intention? Du hattest schon gesagt, bei Ila ist es, zum einen findet sie Hunde gruselig, also es gibt Hunde, die findet sie gruselig, von denen hat sie Angst. Was will sie da? Wenn wir vor irgendwas Angst haben, ich überlege nur, ich spinne, dann will ich natürlich ganz schnell Abstand davon. Ilas Strategie war bis dato, ich gehe voll in die Leine und belle, so schaffe ich mir auch Abstand. Dass es natürlich aber eine coolere Strategie gibt, das hat sie gelernt. Das hat sie auch sehr schnell und gut gelernt, finde ich. Und das kann man natürlich anwenden. Das haben wir dann auch Fahrräder, alles, was so Auslöser war, ne? Das haben wir überall angewandt. Und das habt ihr auch sehr, sehr gut gemacht. Und dadurch hattet ihr natürlich auch sehr schnell einen guten Trainingserfolg. Und ich kann mich auch erinnern, dass die Freude sehr groß war und ihr viel auch berichtet habt. Und Jakob, der ist ja auch richtig mitgezogen. Der hat richtig mitgefiebert und war auch sehr glücklich, dass er da einfach Strategien hatte und Tools und die auch bei ihm so gut funktioniert haben. Du kannst ja auch mal berichten, was hat sich denn im Alltag durch das Markertraining und das Training bei Dogged Right, was hat sich denn noch so alles geändert bei euch im Alltag mit dem Zusammenleben mit Ila? Also mega viel, mehr oder weniger alles, wenn man ehrlich ist. Einfach mit einem ruhigeren Hund kann man mehr Sachen machen und gleichzeitig kann man weniger Sachen machen mit ihm, was natürlich auch toll ist. Also man kann auch einfach mal zu zweit spazieren gehen mit dem Hund und es geht nicht drum, nach jedem kleinen Auslöser, der potenziell jetzt kommen könnte, die Augen offen zu halten. Man kann jetzt zu zweit mit dem Hund spazieren gehen und sich unterhalten. Natürlich immer mit irgendwie einem Auge auf dem Hund, aber man kann das irgendwie als schöne Aktivität gemeinsam haben, was super ist. Man geht sich weniger auf die Nerven, weil man generell weniger angespannt ist, wenn nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag gebellt wird. Also die Belastung kann man sich ja auch eigentlich nur vorstellen, wenn man das schon mal erlebt hat. Wer mit einem Hund zusammenlebt, der jedes Mal, wenn er das Fenster sieht, bellt und bei jedem Geräusch im Haus bellt und einfach die ganze Zeit bellt, 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 nicht schläft, nicht zur Ruhe kommt, nach müde kommt doof. Also es macht einfach einen riesigen Unterschied. Sehr schön. Einen entspannteren Hund zu haben. Und es macht auch einfach so viel Spaß zu sehen, wie Ila und Jakob jetzt miteinander umgehen, was die für ein Team sind und wie gerne wir Ila dabei haben und wie schön das auch einfach ist, Ila einfach mal zu Hause lassen zu können. Also wie viel Stress das einfach bedeutet, den Hund immer dabei haben zu müssen, aber die Zeit nicht zu genießen, weil er Terror macht, ist schon belastend und das ist jetzt viel schöner. Wir können wieder fernsehen, was schön ist. Das ging vorher nicht. Ich kann mich gut erinnern. Es bleibt ja irgendwie nie bei den Themen, die man mitbringt ins Training. Also wie gesagt, bei euch war das ja wirklich dieses Bellen in jeglichen Situationen und auch, dass sie so aufgeregt draußen ist, nicht zur Ruhe kommt. Das waren ja so, sag ich mal, die Themen, mit denen ihr reingekommen sind. Aber es hat sich ja immer mehr irgendwie auch, naja, was heißt nicht entwickelt, aber es kam dann immer noch mal irgendwie was dazu. Dann war der Fernseher mal total interessant für Ila, den sie angebellt hatte eine Zeit lang. Dann weiß ich auch, Geschirrtraining hatten wir noch mal ein bisschen, dass er da keine Ängste entwickelt und das Geschirr zu sehr meidet. Da kamen ja immer mal so kleine Sachen dazu. Ich weiß, dass wir jetzt aktuell, ihr seid ja bei mir im Anschlusstraining, wo das Anschlusstraining neigt sich ja auch schon dem Ende, da bin ich so sad. Aber auch dort haben wir jetzt noch mal Themen besprochen, wie ihr seid umgezogen, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Das ist, was sich auch ändert für den Hund im Alltag. Da sind wir die neue Wohnung, haben uns mal angeguckt, wo kann man jetzt die Komfortzone platzieren? Wo kann man sie vielleicht hier besser alleine lassen? Was kann man in der Wohnung stellen, umstellen und so weiter? Jetzt wollen wir auch noch das Medical Training besprechen. Das ist auch eine Sache, die da nochmal dazugekommen ist. Und ja, kannst du uns, den Menschen auch mal, die jetzt uns zuhören, sagen, was ist deine wichtigste Erkenntnis oder hast du irgendeine Erkenntnis für dich rausnehmen können aus dem ganzen Training?
Ja, auf jeden Fall ist es einfach Verständnis für Ila. Also, sie ist ein kleiner Hund und für einen kleinen Hund ist die Welt im Zweifelsfall viel gruseliger, weil alles viel größer ist als für uns. Man hört ja auch als Hundebesitzer mit kleinem Hund, der andere Hunde verbellen will, oft, ja, die Kleinen denken immer, sie sind die Größten hier. Und man lächelt es so weg, weil ich will ja jetzt hier irgendwie keine Diskussion mit Horst und seinem Schäferhund führen, aber es ist einfach so, ja, mein Hund bellt, weil er Angst hat und dein Schäferhund hat wahrscheinlich keine Angst vor Mops, aber der ist halt auch viermal so groß. Also es ist ein Verständnis, was man für seinen Hund mitbringt. Also bevor wir bei euch waren, wussten wir nicht, das klingt jetzt im Nachhinein so dumm, aber wir wussten nicht, dass Ida Angst hat vor anderen Hunden. Wir dachten, sie bellt sie einfach an, sie hat potenziell vielleicht nicht ein Aggressionsproblem, weil sie ist nie einen Hund angegangen, aber sie bellt halt einfach die anderen Hunde an und dass das aus einer Unsicherheit kommt, das haben wir von euch oder mit euch gelernt. Und einfach, wenn man schon mal dieses Verständnis hat für seinen Hund, die Unsicherheit, die im Hund ist, das ist so viel wert, weil natürlich ist immer noch manchmal, wenn sie draußen bellt, dass man jetzt irgendwie kurz genervt ist und dann geht man irgendwie in sich rein und sagt so, nein, das ist eine Unsicherheit. Ich glaube, du hast vorhin das Training mit dem Geschirr anziehen nochmal erwähnt. Ich meine, wir waren an dem Punkt, wo Ila so unsicher war, rauszugehen oder so ungern rausgehen wollte, dass sie morgens gezittert hat, bevor es rausging zum Spaziergang. Und sie ist ja nicht, ist jetzt ja nicht ihr Geschirr, das hast du nett ausgedrückt, nicht ein bisschen vermieden, sondern sie ist so full speed vor uns weggerannt, wenn wir damit kamen, um den Couchtisch. Und es ist einfach so toll zu sehen, den Unterschied. So, jetzt kommen wir mit dem Geschirr, sie geht auf ihren Platz, sie lässt sich das anziehen, sie geht selbstständig mit dem Kopf durch, ihr Leuchthalsbad abends ist das Gleiche. Es ist einfach das Verständnis für den Hund und die Geduld, die man mitbringen muss, damit sich was ändert, so die kleinen Erfolge zu feiern. Es ist eigentlich echt so ein bisschen wie eine Therapie, so einen Hund zu trainieren. Es macht einen irgendwie zu einem besseren Menschen und es macht einen auch geduldiger seinem Partner gegenüber, weil mal habe ich weniger Geduld, mal hat Jakob weniger Geduld. Man ist da irgendwie ein bisschen großzügig miteinander und das ist voll viel, was man daraus mitnehmen kann. Weil du meintest, dass ihr halt viel gelernt habt, was das Training an sich auch angeht, war, ich hatte auch eine wichtige Erkenntnis als Trainerin. Ich habe halt gemerkt, und das ist überhaupt nicht schlimm, und das möchte ich auch allen, die zuhören, mitgeben. Ein Training geht nicht immer nur steil nach oben. Es hat immer viele Kurven. Und wichtig ist, dass man eine leichte Tendenz natürlich nach oben bemerkt. Sollte nicht rapide nach unten gehen oder sehr lange stagnieren. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war so kurz vor Ende, ich glaube vierte, fünfte Training, Jakob ganz aufgelöst, es funktioniert nichts mehr und sie bellt nur noch, er weiß nicht mehr, was er draußen machen soll, er traut sich nicht mehr irgendwie mit ihr rauszugehen, weil schon am Anfang ist sie sehr aufgeregt und bellt auf einmal wieder alle Hunde an, Vögel sind wieder ein großes Thema und man hatte das Gefühl, er macht ganz große Rückschritte. Und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, pass auf, Rückschläge oder Rückschritte in dem Fall zu machen, ist gar nicht so tragisch, das gehört dazu. Wichtig ist halt immer zu gucken, raufzuschauen, okay, ich sage immer, es sind nur 3 Punkte, die kann man mal abklopfen. Erstens ist der Hund eventuell krank. Und deshalb funktioniert gerade nichts. Zweitens hat sich etwas in unserem Alltag geändert. Und drittens natürlich auch immer sich selber ein Stück weit überprüfen. Markere ich noch richtig? Stimmt mein Timing? Was ist mit der Verstärkung, mit den Belohnungen? Haut es hin? Macht immer Sinn, auch vielleicht sich selber nochmal aufzunehmen, Videos zu machen, sich zu beobachten. Weil da können sich manchmal auch einfach kleine Fehler einschleichen. Das ist normal, das ist menschlich, das ist okay. Und dann kann man immer gucken, woran liegt das jetzt? Und bei euch lag es Tatsache daran, dass die Ila, du kannst ja auch gleich nochmal erzählen, die hatte so eine Geschichte mit den Ohren, ne? Mit dem Augen. Ohren, Genau. Augen, genau. Ja. Also da war sehr schnell klar, der geht's einfach nicht so gut.
Ja, da fühlt man sich danach natürlich als Hundebesitzer auch immer so, oh ja, hätten wir irgendwie drauf kommen können. Ich glaube, es war damals sogar letztendlich eine Mischung aus, sie hatte eine Augenentzündung, die also super unangenehm ist, und sie neigt ja auch im Zweifelsfall auch rassebedingt zu Futterallergien, und wir hatten nicht ihr Futter umgestellt, aber mal mit Leckerlis probiert, ob sie ein anderes Protein auch verträgt, was sie offensichtlich nicht vertragen hat. So letztendlich hat sie wahrscheinlich Bauchschmerzen gemacht. Zusätzlich zu der Augenentzündung war das nicht angenehm, und es war natürlich so, dass es sich, als die Sachen sich stabilisiert haben, der Rest sich auch wieder stabilisiert hat. Wir machen ja auch hier immer Witze, dass Ila die beste Salesperson für euch bei Dog It Right ist, weil gerade war das Training vorbei, hat sie gesagt, ich kann mich von der Janina nicht trennen. Ich fange jetzt einfach wieder an, alles anzubellen, damit wir noch das nächste Training machen. Entschuldigung, jetzt muss ich lachen. Tja, Ila und ich, wir waren hier gleich beste Friends hier. Ja, Ila hat auch sofort so getan, als ob sie viel braver ist. Zu Hause bellt sie jeden Hund an, und dann hat sie dich das erste Mal gesehen, dann kamen drei Hunde vorbei, und du bist so, warum seid ihr denn im Training? Die ist doch super. Oh nein, sehr gut. Aber auch hier ist es natürlich immer auch schön, wenn man da einfach eine Trainerin oder einen Trainer an der Seite hat, der einen da immer irgendwie durchführt, auch mal, sag ich mal, durch kleine Krisen. Und wir haben uns dann halt einfach überlegt, wie wir das managen können. Auch Jakob nochmal ein bisschen Unterstützung gegeben, wie er vielleicht auch nochmal die Spaziergänge zu anderen Tageszeiten, ne, dass man guckt, zum Beispiel abends, klar, wird sie einfach mehr Themen draußen haben. Ist vielleicht alles auch ein bisschen gruseliger, der Hund ist unsicherer. Und natürlich auch, wo wir rausgefunden haben, es kann jetzt wirklich am Futter. Wir sind ja sämtliche Sachen mal durchgegangen, haben geguckt, was kann sich geändert haben. Und du kamst ja dann auf diese Leckerlis, die du neu fütterst. Und dann auch krankheitsbedingt, dass du es beim Arzt nochmal oder bei der Ärztin ansprichst. Und Jakob hat nochmal ein paar Punkte, ein paar Sachen mit nach Hause gekriegt. Und dann wurde es eigentlich auch wirklich schnell wieder besser. Also ich kann mich erinnern, es hat keine ein, zwei Wochen gedauert. Da konnte der Jakob auch wieder lächeln. Und genau. Jetzt seid ihr ja noch im Anschlusstraining, was wir Tatsache nachher auch noch haben. Wir sind Ja. heute sehr fleißig. Wir nehmen nicht nur den Podcast auf. Wir machen nachher auch noch ein Online-Training. Und ja, möchtest du denn den ZuhörerInnen noch irgendwas zum Schluss mitgeben? Tipps, Ratschläge oder irgendwas, was dir noch auf dem Herzen liegt? Naja, Tipps und Ratschläge würde ich sagen. Ich bin ja kein Hundetrainer, aber was ich vorhin gesagt habe zum Thema einfach so Geduld und Verständnis. Es klingt so dumm und es klingt so einfach, aber das ist einfach das Wichtigste, was Jakob und ich mitgenommen haben aus dem ganzen so Trainings, aus der Trainingszeit mit der Ila, dass es einfach darauf so krass drauf ankommt und dass man auch einfach ein bisschen flexibel ist. Ich meine, wir haben vorhin das auch, also als so ganz kleines letztes Beispiel gesagt, so, ja, irgendwann hat sie den Fernseher total angebellt. Der größte Witz ist, dass früher habe ich den Fernseher angelassen, wenn ich Ila alleine gelassen habe, weil sie gerne den Fernseher anhatte. Also wie so aus ihrer größten Komfortsache. Wir haben immer Friends geschaut, wenn sie alleine war. Und plötzlich konnte sie Friends nicht mehr schauen, ohne zu bellen. Also so, man muss sich manchmal ein bisschen umarrangieren mit seinem Hund. Aber solange man da irgendwie, ja, Geduld und Verständnis hat, hat das für uns bisher immer gut funktioniert. Sehr, sehr schön. Dann danke ich dir und für alle anderen, die heute zugehört haben, einfach mal auf unsere Seite. Wir sind ja auch auf Facebook, auf Instagram. Gerne mal raufschauen. Euch vielleicht ein erstes Gespräch ganz kostenfrei bei uns buchen. Und viele Informationen findet ihr auf unserer Website. Ja, und wir freuen uns auf alle Teams, uns noch beglücken, die wir begleiten dürfen. Ja, dann wünsche ich euch noch allen einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, liebe Isa. Ciao. Das war der Dog It Right Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.